Moin moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Wir starten immer wieder im, nennen wir es Diesel-Distrikt. Und ich wollte mal wirklich auf den Mitarbeiter des Monats ein Auge werfen, und zwar dieser Baum. Dieser einzelstehende Baum, der hier wirklich versucht, aus der Dieselfabrik die Abgase zu filtern, und er ist immer noch da. Er ist der einzigste. Und er ist immer noch da. Sieht super geil aus. Ich mache mal einen Screenshot von. Ich habe schon wieder vergessen, wie das mit dem Menü funktioniert. Und der Witz dabei ist, ich war gerade mal 5 Minuten vom Arbeitsplatz weg. Gibt's ja nicht. Wo war denn das? Ah, okay. F11. Muss man mir doch sagen. Ja, das machen wir alles live hier, das ist so. Live in der Folge, das ist alles Viewtime. Muss sein. Aber P weiß ich noch. P für Picture. Super. Ach, verdammt, jetzt kommt der Rauch. Super. So. Wollen wir mal anfangen zu zocken, wa? Bis jetzt haben wir uns ja nur irgendwelche Abgase angeschaut. Schwierig. Schnelle Lieferung. Extreme Auslastung. Da müssen wir mal unseren Autos entgegenkommen, dass das hier weiterläuft. Und man sieht schon, wenn das Wartungsdepot nicht hinterherkommt, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Und dann bleiben ständig die Kisten stehen. Können wir uns nicht leisten. So eine Sachen können wir uns hier nicht leisten. Ist auch geil, ne? In der einen fehlt Eisenerz. In der anderen fehlt Kohle. Was willst du dazu sagen? Da kannst du nur bei der einen die Priorität einfach höher setzen. Und hoffen, damit die das ein bisschen, ne? Ein bisschen. Selbst ein bisschen balancieren. Hier passiert immer noch nichts. Aber wir haben auch noch sehr viele Bauaufträge. Ich spule mal, mach mal ein bisschen schneller hier, wa? Wir wollen ja mal aus dem Arsch kommen, endlich. So langsam, wenn ich jetzt so sehe, wäre jetzt auch mal eine zweite Pumpe nicht schlecht. Boah, aber gleich die Striche im Gesicht hier. Was ist denn los? Hier habe ich das natürlich gleich mal falsch gebaut. So baut man das nicht. Einmal mit Profi, sage ich dazu nur. Wir müssen nicht mit einem Abstand bauen. Gott, das kommt hier noch weg. Kümmere ich mich mal selber drum. Wie sieht die aus? Darf ich auch schon? Nee. Wunderbar. Schön abpumpen hier den ganzen Krempel. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? Oh, 80k. Na, da brauche ich mir ja keinen Kopf machen. Ne? Das klingt ja danach. Das ist ein Problem. Wenn die Ölquelle versiegt, darum können sich die nächsten. Zwei Generationen kümmern. Das ist nicht mein Problem. So. Man sieht, eine Gießerei läuft. Da hier jetzt auch die Ressourcen gebündelt werden und sollte was über sein, geht's in die andere hinein. Das ist doch smart, ne? Und schon läuft die ganze Geschichte wieder. Durch eine kleine, wirklich sehr, sehr, sehr winzige Einstellung. Und das machen wir auch hier. Ne? Eins wird priorisiert und das andere kommt zum Zuge, wenn es überlastet ist. Super, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ne? Wie gesagt, man lernt immer wieder dazu. Das ist super. Stückgutlager für Holz. Jetzt bin ich auf Windows gekommen, ist aber nicht schlimm. So, für Holz wurde gemacht. Jetzt muss Holz eingelagert werden, 40.
Auch kein Problem. Das wird sich hier sicherlich zeitnah ergeben. Hoffentlich gibt es wenigstens was Vernünftiges. Als Belohnung. Wie zum Beispiel. Weiß ich nicht, Schokolade oder so. Kaufen Sie Ziegel. Warte mal, muss pausieren. Gegen Holz. Ihr macht. Wunderbar. Ziegel und Konstruktionsteile. Sehr gern. Und es soll noch weitergehen. Diesel und Fahrzeugteile. Elektronik und Konstruktionsteile. TÜVTen und Fahrzeugteile. Ja, und wieder Ziegel. So, da haben wir schon mal unsere Ressourcen. Nur durch die Startquest, durch die Einführung schon mal so ein bisschen gepusht. Also ich kann echt euch nur ans Herz legen, wenn ihr nicht die absoluten Hardcore-Suchtig seid, ne, dann nutzt diese Möglichkeit, das macht so viel einfacher. Es gibt euch einen viel einfacheren Start. Hier, es geht weiter. Wir haben nur ziemlich vorgemuckt und eine einfache Quest wie das Holzlager hat ja alles andere gerade blockiert. Könnt ihr euch mal so richtig eine gesund stoßen dran, ne? Dacht man so. Oh, mein Kaffee ist alle, ne? Muss ich erstmal auffüllen. Oh, jetzt haben wir den. Oh, die haben die Mitarbeiter des Monats. Die fällt, sind die dumm? Naja. Blöd gelaufen. Richtig und richtig. So. Stück Jutlager für Eisen. Und ein Stück Jut. Warte mal. Doch, Eisen, ja. Okay. Komm, machen wir mal. Wie gesagt, es gibt ja immer was gratis. Es ist wieder gibt was gratis Tag. Machen wir aus Voraussicht das Stückgutlager in diese Richtung. Und das Eisenerzlager. Hier. Und aus anderer Weise Voraussicht. So. Eisen. Wollen wir gleich mal zwei Quests durchhauen. Bauen Sie einen Hochofen mit einer Metallgießerei und einen Schornstein. Aktivieren Sie das Rezept Kupferverarbeitung. Wie Sie wünschen. Das machen wir natürlich sofort. Abgesehen davon. Ach, wir haben eigentlich noch. Schicken wir mal erstmal unseren Bomber los hier. Nicht genug Besatzung, ne? Dann müssen wir erstmal. Kann ich nicht machen. Müssen wir erstmal auf Personal warten, dann können wir unser Schiffchen zuschicken. Ich sage ja nicht umsonst. Bomber heißt er. Oh, was sind das denn hier? Was ist denn dein Problem? Kannst hier nicht erreichen. Na dann einmal abschleppen, bitte. Ja, das passiert natürlich, wenn ihr wirklich so richtig dumm fahrt. Ich hätte ja sagen können, ich ziehe euch erstmal den Sektor. Erstmal rein in die Materie. Und danach können wir uns immer noch verbreitern. Denke mal, das ist ein bisschen einfacher. Komm, jetzt wurde Bagger ist am Start. Seht zu. Sowieso temporär, aber ich kann es ja wieder abbauen. Ich jetzt mal die Erde auswählen. Okay. Und hier die Kohle. Jawohl. Es ist zwar nur temporär, aber trotzdem. Wir beginnen jetzt hier auch mit dem Kohletagebau. Oder wir schürfen jetzt Kohle. Tagebau ist es ja nicht. Und wir gehen auch hier erstmal straight rein. Oh, Laster. Ist schon okay. Und los geht's. Natürlich können wir auch wieder die nächsten Laster gebrauchen.
Sekir-Produktion? Nee, es sind auch nur leider die Konstruktionsteile 1. Aber wir können jetzt sagen, nö, du switcht jetzt um und dann kommen wir auch schon auf Teile 2. Wie gewollt, wie gehabt, je schneller die Tankstelle fertig ist, desto besser. Keine Frage. Und die haben wir echt bitter nötig. Hier geben wir dir noch den Boost. Sonst dauert das wirklich ewig. Einigkeit, wir haben hier ein Problem. Luftverschmutzung, er hat mit Einigkeit, glaube ich, nichts zu tun, oder? Leuchtfeuer, Forschungsstation, Leistungssteigerung. Ah, er hat Leuchtfeuers an. Aber das brauche ich auch. Aber im nächsten Monat kommen die nächsten Flüchtlinge. Hauptsache, ich kann das Boot besetzen und endlich losfahren. Denn das ist auch wirklich wichtig. Wie gesagt, wir sammeln gratis Ressourcen. Oh, da sind sie. Sofort ausbilden und rein. Und los. Erkunden. Und der Düster ab. Auch wenn das Teil noch nicht aussieht wie die Bismarck höchstpersönlich, trotzdem schon super. Ehrlich. Gut, bin da sowieso parteiisch. Ne? Ich mag ja Schiffe und alles. Und alles, was damit zu tun hat. Von daher, wer schon mal teilweise mein Desktop-Hintergrund gesehen hat, ich spiel's nicht. Ich spiele kein World of Warships. Aber ich find's halt, wie gesagt, ich mag die Wallpaper. Ist so ein Ding halt. Wo sind denn meine Forster hier? Meine Vollernte. Ist gut, dass sie jetzt in dem Bereich sind. Dann können die nämlich hier Platz für Kupfer schaffen. Für die Kupferproduktion. Ich finde, wir sind soweit auf einem guten Weg. Es läuft nicht alles perfekt. Muss es auch nicht. Aber wir kommen voran. Jawohl. Gummiherstellung. Das wäre, glaube ich, auch noch wichtig anzuzeigen. Das wäre. Ja, Gummi nicht. Nee, Gummi nicht. Beton hätte ich jetzt gesagt. Oder Ziegel. Wenn denn eher noch. Genau. In die Gummiherstellung. Das bauen wir hier neben. Warum erkläre ich euch gleich. Und gerne so drehen, genau, dass die Kohle außerhalb ist. Kohle ist außerhalb und Diesel innen drin. Okay, passt. Jetzt müssen wir nämlich wieder ein bisschen Rohrleitungs-Tetris spielen. Ich versuche mich ja irgendwie, will ja nicht gleich spielen, ich möchte mich ja irgendwie verbessern. Und spare jetzt Platz. Indem ich die Leitung drunter durchsetze. Auf gleicher Linie ist jetzt die Abwasserleitung. Wir zapfen die Hälfte der Produktion ab, dass wir so gewährleisten können. Aus dem Grund gewährleisten zu können, dass trotzdem immer was in den Ersatztank donnert. Für die Fahrzeuge, ganz klar. So. Kohle wird angeliefert. Zeugs wird rausgeliefert. Wir müssen mit Kohle produzieren. Ist uns ja bewusst. Hier sehr gerne immer ein bisschen vollhalten. Why not? Naja, vollhalten heißt auch, das geht nichts raus. Nee, nee, dann ist alles gut. Macht, wie ihr wollt.
Hi, unser erstes Fließband. Ha! Geil! Aber mit dem wunderbar unschuldigen Wald im Hintergrund. Abgase, wichtig. Tipptopp. Ey, ich hab ja Bock. Ah, nee, falsch. 11. Wunderbar. Richtig gut. Gefällt mir. Das läuft. Das ist schön. Wie sieht's hier mit der Kohle aus? Wird hier schon fleißig gebaggert? Jawohl. Das hier zur Sache, dass die Kohle rein soll, wisst ihr noch ja nicht, oder? Kohle, Erz. Können wir nämlich hier auch zeitnah anfangen. Das ein- und auszuschöpfen. Schöpfen, abschöpfen. Naja, abschöpfen ist so eine Sache, ne? Muss mal gucken, ob wir hier mit den Abständen hinkommen, um die Schlacke rauszuliefern. Wird denn hier drüben entsorgt? Und die Schlacke, die hier produziert wird, könnte ich hier entsorgen, in dem Bereich und Baufläche schaffen? Ne, würde ich mal so sagen. Dass wir das schon mal so ein bisschen vorausplanen, weißt? Boah, Nebel. Sehe ich ja mal gar nicht hier. Fließbänder, ich liebe sie ja. Auch wenn es so eine Hassliebe manchmal ist. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Besser als nichts. Mit 5 Abstand wäre besser gewesen, aber ich kann ja hier so einen Kringel konstruieren. Hat ja auch was. Jetzt müssen wir drauf achten. Denn wir haben ja hier noch Baggertransfer. Soll aber nicht mehr passieren, da wir ja hier Laster abstellen. Dann dürfte es da keine Probleme mehr geben. Dürfte, sollte, hätte, könnte, ne, wisst ihr ja selber. Ist ja auch immer so eine Sache. Bitte sehr, hat der sich das Upgrade verdient? Ah, das Fenster, ne? Ist auch on point falsch. Ah, geil. Zack. So. Schnellere Mechteile. Und wir kommen mit unserer Wartung nicht hinterher und es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Fabriken ausfallen. Sehr unangenehm. Oh, hier haben wir schon einen Schlackeabtransport. Sag jetzt mal, Hauptsache raus. Hauptsache weg. Beste. Oh, Befehle. Befehle geben kann ich. Weiter. Gleich mal die Bohrinsel. Gleich richtig dichte dran. Schön. Ob sich das jetzt auf den Fahrweg auswirkt, weiß ich nicht. Noch nie getestet, noch nie drauf geachtet vor allem. Nicht getestet, ist ja gelogen. Wir haben es ja schon gemacht, aber ich habe nie drauf geachtet. Hey, quält über. Verstehe ich, weiß ich. Aber das sollte ja zeitnah gelöst werden. Hier ist der Mitarbeiter des Monats, der sich um die Schlacke kümmern möchte. Ja. Problem ist erkannt. Problem ist erkannt. Und ich prüfe kurz.
Was? 5. Gemüse ist im Weg. Leute, wo ist denn hier das Abrisskommando? Ne, macht mal hier ein bisschen Platz. So kann ich nicht arbeiten. Wir werden jetzt sofort dafür sorgen, in der nächsten Folge, verdammt, dass wir hier schon mal Eisen verteilen. Wir werden sowieso überall Eisen bauen, da können wir jetzt zack eine Bahn fast durchziehen. Und dann gucken wir uns das an. Na, das ist ja schon das erste wahnsinnige Improvement, sind wir ja mal ehrlich, was ich ja sonst auch nicht gemacht habe. Muss ich ja so zugeben. Ne? Aber das werden wir sofort machen, das habe ich in der allerletzten Folge der letzten Season gesagt. So geht's, so wird gebaut, so machen wir das. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen. Ich habe immer noch wahnsinnig Spaß. Ihr hoffentlich auch. Bleibt dabei, Tipps in die Kommentare, schreibt mir einen Kommentar, sagt einfach bloß Hallo, reicht auch schon. Wahnsinnig wichtig, wirklich wahnsinnig wichtig und ich bin euch auch sehr, sehr dankbar, wenn wir das hinkriegen. Ja, ich verabschiede mich und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Captain of Industry. Ja, Captain of Industry, sag ich ja, also dann reingehauen. Tschüss.